Einfalt in der spirituellen Gemeinschaft. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, hier geht es um Einfalt, und auch eine Ausgabe des Lebensgemeinschafts-Podcasts von www.yoga-vidya.de. In der spirituellen Gemeinschaft gibt es verschiedene Menschen. In einer Gemeinschaft von Menschen ist es ja geradezu gut, dass es Menschen gibt, die etwas komplexer denken, und es ist auch gut, dass es Menschen gibt, die etwas einfältiger sind. Einfalt heißt ja, dass man einfacher denkt. Und man könnte sagen, komplexer kann man auch denken. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die komplexer denken, und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die etwas einfältiger sind. Was meine ich damit? Einfältigkeit oder Einfalt heißt zum Beispiel, dass man Dinge einfach so nimmt, wie sie sind. Anstatt so stark zu überlegen, man tut einfach, was zu tun ist, und man hat Vertrauen. Die komplexer denkenden Menschen, die zweifeln an vielem, die überlegen, wie könne das gemeint sein, wie setzt man das Ganze um, wie geht's im konkreten Fall und was müsste man alles noch bedenken. Es ist Platz für beides. In einer Gemeinschaft von Menschen gibt es solche, die machen sich das Leben etwas einfacher. Und die können einfach loslegen. Die tun einfach, was zu tun ist. Sie haben ein gewisses Vertrauen. Sie sind einfältig. Und das macht das Leben unkompliziert. Aber wenn es nur einfältige Menschen gibt, dann kann es auch in eine falsche Richtung gehen. Denn wenn niemand zweifelt, was zu tun ist und wie Spiritualität zu leben ist, wenn niemand überlegt, vor dem Hintergrund der Herausforderungen einer komplexen Welt, wie sollen wir es tun, dann kann es schnell in eine Sackgasse führen. Einfalt allein ist jetzt kein Weg, spirituell zu wachsen, auch wenn es manchmal unkompliziert ist. Ich lebe ja in einer spirituellen Gemeinschaft, da gibt es manche, für die ist das relativ klar. Man macht seine spirituellen Praktiken, man geht in die gemeinsame Meditation, man tut seine Aufgaben und vertraut, irgendwo hinter allem ist die göttliche Kraft. Eigentlich wäre das spirituelle Leben einfach. Und wenn man dieses Vertrauen hat, diesen Glauben hat, diese Einfältigkeit hat, dann ist das Leben relativ unkompliziert für sich selbst und vielleicht auch für andere. Aber spätestens im Umgang mit etwas Komplexerem wird es etwas schwieriger. Es gibt in einer spirituellen Gemeinschaft eben auch Menschen, die etwas anders ticken. Und dann muss man überlegen, wie geht man mit ihnen um? Oder in einer spirituellen Gemeinschaft muss man auch immer wieder abwägen. Es gibt gesetzliche Vorschriften für Arbeitssicherheit und Brandschutz und für Wegesicherheit und so weiter. Man muss immer wieder überlegen, wie kann man andere Menschen ansprechen, wie findet man einen guten Mittelweg zwischen Spiritualität attraktiv machen, aber trotzdem nicht seine Prinzipien verraten, wie sorgt man dafür, dass die Finanzen stimmen, ohne deshalb gewinnzielorientiert zu sein, wie kann man das karitative Element betonen, ohne deshalb in die Pleite hineinzuschlittern. Wie kann man Menschen, die psychische Probleme hat, wie kann man ihnen helfen, ohne dass man sich aufreibt im Umgang mit schwierigen Mitmenschen, die dann vielleicht noch dazu undankbar sind dafür, dass man sich bemüht hat, auf ihre Anliegen einzugehen. Leben ist nicht einfach, auch nicht in spirituellen Gemeinschaften. Aber es ist schön, wenn es einige gibt, die mit großer Einfalt einfach das tun, was zu tun ist, einfach das umsetzen, was umsetzbar ist, und darauf vertrauen, dass es andere gibt, die sich um die komplexeren Dinge des Lebens bemühen. Einfalt in der spirituellen Gemeinschaft macht für Menschen das Leben einfacher. Und manchmal ist das ja auch sehr gut.